Heute soll es um ein spezielles, besonderes Label gehen, und zwar um Sam Records. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute soll es um Schallplatten von einem ganz besonderen Label gehen. Und übrigens, das mache ich einfach so, weil ich das Label wirklich mehr als empfehlenswert finde. Da ist nichts abgesprochen. Sam Records weiß nicht Bescheid, dass ich das mache. Ne? Nur ihr wisst schon mal Bescheid. Es handelt sich um Sam Records. Sam Records ist ein Label aus Frankreich. Und das ist eine One-Man-Show. Das heißt, da macht alles eine Person, ja, also von der Auswahl der Titel, von der Beauftragung des Masterings, von dem Auftraggeben zum Pressen, vom Hören der Testpressungen, zum Finale, zum Aussuchen der Cover, zum Versenden, zum Kontakt zu den Kunden, zum alles. Also es ist eine komplette One-Man-Show. Und Sam Records gibt es seit 2011 und der Kollege, der das macht, der heißt Fred Thomas. Es handelt sich dabei um ein unabhängiges, independent Jazz-Label aus Frankreich, wie gesagt, Paris. Und dabei werden Schallplatten rausgebracht, die in Frankreich aufgenommen wurden. Ja, unabhängig ist davon, wo die Künstler herkommen. Sachen, die eben in Frankreich recorded wurden. Oft Live-Performances, die in Frankreich stattgefunden haben. Im Jazzbereich 50er, 60er, aber auch 70er Jahre. Und es handelt sich dabei auch, wie auf der Seite steht, um ein Non-Profit-Label. Ja, also ich verstehe das jetzt so wie, da wird nicht wirklich was dran verdient. Sei es drum, der kann aber ruhig daran was verdienen, weil das ist sowas von gut und dermaßen fair, was von dort kommt. So, ich zeige euch jetzt nur mal stellvertretend schon mal drei Schallplatten, die ich in den letzten Jahren mir schon mal dort bestellt habe. Ein absolutes Highlight, habe ich natürlich auch alles schon mal gezeigt hier, ist dieser Soundtrack von Miles Davis auf einer 10-Inch im festen Flipback-Cover. Richtig toll gemacht mit diesem Original-Fontana-Label. Absolute Qualität, schöner kann man es nicht machen, fühlt sich echt an, als hätte man irgendwie ein Original. Das ist übrigens der seltene Fall davon, dass es das schon mal gegeben hat, ne? Dass die nochmal eine Neuauflage gemacht haben. Das meiste, das die rausbringen, sind tatsächlich Aufnahmen, die existiert haben in Frankreich, aber nie released wurden. Zum Beispiel war das, glaube ich, auch bei diesem Album, das ich habe, der Fall. Ja? Es handelt sich dabei um Donald Byrd und Bobby Jasper in Cannes. 58 heißt das ganze Ding. Auch ein schönes Flipback-Cover. Tolles Album, toll gemacht. Und auch das hier, ja, Iron Jefferson Choir, ebenfalls das Ganze von Sam Records. Wunderbar gemacht. Und es kommen immer wieder mal Titel raus und die sind in der Regel alle limitiert, sind auch öfters mal schnell ausverkauft und zwei aktuelle Titel, die gekommen sind, sind der absolute Knaller und die würde ich euch im Moment fast am meisten empfehlen. Also ich bin wirklich extrem begeistert. Das erste ist, ich hoffe, ich spreche es mal wieder richtig aus, Sahib Shihab and the Danish Radio Jazz Group. Ich hole das mal hier raus. Die Platten kommen übrigens hier, das sieht aus wie eine Papierhülle, ist aber innen drin gefüttert. Ja? Kommt hier auch. In einem Flipback-Cover, was übrigens heißt, ihr seht das vielleicht, dass das hier aus einem Stück ist und hier unten so unten und oben so rumgeklappt ist. Ja? Flipback-Cover ist so, ja, ist jetzt nicht das dickste, so dünn bis mittelschwer, aber sauber und ordentlich gemacht. Ja? Das muss man sagen. Hier drin ist übrigens noch ein Bild. Das ist der Sahib Shihab. Und ja, ihr seht, hier ist viel drauf, einige Musiker. Und zwar handelt es sich dabei The Danish Radio Jazz Group. Das war wohl eine Radioshow und diese Jazzmusiker haben hier wohl regelmäßig was gemacht. Und manchmal waren eben spezielle Künstler dabei, in diesem Fall Sahib Shihab. Und der hat dann auch seine eigenen Tracks mit denen irgendwie performt. Und das wurde damals aufgenommen und jetzt hier als Vinyl rausgebracht. Oktav steht hier drauf. Ja, in diesem Fall nicht in Frankreich, was glaube ich jetzt auch die Ausnahme ist. Ich habe es ja eben erklärt bei den Releases von Sam Records, sondern es handelt sich hier um etwas, was in Dänemark stattgefunden hat. Ist auf jeden Fall egal, es ist absolut spitze. Also es ist jetzt nicht Big Band-mäßig, das auf keinen Fall.
Aber es ist so besondere Jazzmusik, auch nichts Kompliziertes, also da kommt fast jeder rein, würde ich sagen. Und es ist mal so was anderes, wie man gewohnt ist, dass es so unfassbar viel Spaß macht. Klang auf höchstem Niveau, muss ich euch wirklich sagen. Von der Pressqualität her mitunter das Sauberste, was ich überhaupt in der letzten Zeit bekommen habe. Absolut plan, ungewaschen, keine Nebengeräusche, nichts, leise Einlaufrille. Also absolut super und jetzt kommt der Clou da dran. Er möchte für diese Sachen, die so liebevoll und am Ende qualitätsmäßig gut gemacht sind, 30 Euro haben. Und das ist, wir sind ja hier in einem Level, jetzt nicht von der Dicke vom Cover her oder so, aber von wie es gemacht ist, wie so Tone Poets, ja, oder sowas in der Richtung. Einfach eine hochwertige, ich muss das Wort nochmal benutzen, audiophile Reissue und das für eine Kohle, die einfach fantastisch ist zur heutigen Zeit, wie ich finde. Ja, als Information, das Ganze gemastert from the original Master Tapes, cut by Kevin Gray at Coherent Mastering. Und jetzt pressed, und das ist interessant, hier waren auch, die anderen Sachen waren teilweise von Pallas und verschiedenen. Und diese zwei jetzt hier, die andere kommt gleich, pressed in Marciac, Französisch auch nicht mein Ding, in Frankreich bei Garcia und Co. Also, es handelt sich hier wohl um ein Presswerk in Frankreich, wo diese zwei Platten herkommen. Und ich muss sagen, ich hoffe, das ist jetzt kein Zufall, ich bin so begeistert von der Pressqualität. Also wirklich Hut ab, da könnten sich einige eine Scheibe davon abschneiden. Ich möchte euch auch das Vinyl nicht vorenthalten. Schaut mal. So sieht das aus. Und wirklich, ey, die ist sowas von dermaßen, also ich weiß nicht, ob der die irgendwie noch reinigt, bevor er sie verpackt oder, also das ist wirklich so, wie sich jeder wünschen würde. Wirklich. Übrigens, das sind meistens Dinger, die könnt ihr auch nicht irgendwo vorhören auf den Streaming-Plattformen oder so. Aber das Gute ist, auf der Seite von Sam Records könnt ihr die Tracks vorhören. Da ist nicht immer alles drauf und auch nicht immer komplett, aber es reicht durchaus, um einen Eindruck zu bekommen, was da für eine Musik drauf ist. Kann man direkt auf der Seite so mit einem Player laufen lassen und das ist wirklich gut. Übrigens wollte ich auch noch sagen, das finde ich ja mal super für uns. Meistens haben ja so die Amis Glück, ne? Wenn es um Acoustic Sounds, Analog Productions oder Mo-Fi geht. Ja? Die sitzen direkt im Land an der Quelle und kommen natürlich an die Sachen viel günstiger ran wie wir. Hier mit bei uns mit der Nähe zu Frankreich, natürlich ist das auch ein bisschen mehr Versand wie innerhalb Deutschlands oder so, aber trotzdem finde ich, da haben wir jetzt echt als Nachbarn zu Frankreich Glück, dass wir die direkt in Frankreich kaufen können. Da müssen wahrscheinlich die Amis dann umgekehrt etwas mehr hinblättern dafür. Und ich weiß, dass die auch dort sehr beliebt sind, zum Beispiel Mike von The Ingroove, sehr bekannter Laden und YouTube-Kanal in Amerika, der empfiehlt die auch auf die Sam Records und dort kosten die mit Sicherheit etwas mehr, genauso gefühlt umgekehrt, wie es bei uns dann mit den anderen Sachen ist. Ne? Und das zweite tolle Album, das gerade ganz frisch rausgekommen ist, sieht so aus. The Heath Brothers, Paris 1976. Auch das hole ich euch mal raus. Hier habt ihr exakt das gleiche dünn bis mittelschweres Flipback-Cover. Schön gemacht. Auch wieder so ein Print innen drin. Von der Band. Sieht so aus. Und bei den Heath Brothers handelt es sich um Brüder, ja, um Jimmy Heath, Percy Heath und Albert Tutti Heath. Und es ist aber hier ein Quartett. Die drei sind da drauf, aber es ist noch jemand dabei, das ist der Stanley Cowell. Und die waren 1976 in Paris und haben dieses tolle Live-Album aufgenommen. Eines der besten, für mich eingängigsten Jazz-Alben, die ich so habe, wobei man auch vorsichtig sagen muss, ich habe nicht so viele Live-Jazz-Sachen, aber es ist doch schon ein bisschen was und das gehört wirklich zu den Top-Top-Dingern. Es sind hier nur drei Tracks drauf, wobei der erste Track über 13 Minuten geht, der zweite 6 Minuten auf der Seite A und auf der Seite B habt ihr Smilin' Billy, das ist ein 22-Minuten-Track
Und die zwei längeren Tracks da drauf, die sind sehr abwechslungsreich. Da passiert so viel, ändert sich so viel drin, dass man teilweise das Gefühl hat, man hört getrennte Lieder, aber irgendwie hängt es doch ein bisschen miteinander zusammen. Dadurch ist es wieder sehr abwechslungsreich. Das Publikum ist schön da, nicht aufdringlich, es passt sehr schön. Jazzmäßig ist es, wenn man auf Jazz steht, eine absolut musikalische Empfehlung, wie ich finde. Man hat wieder das Gefühl, was Besonderes, auf jeden Fall. Eingängig eine wunderbare tiefe Trennung, Darstellung der Instrumente, die laufen so vor und hintereinander, Stereo, also ich find's absolut stark. Zeig euch auch hier noch das Vinyl und hier mit der Pressqualität genau das gleiche. Also ich sag mal flawless, ne? Muss man wirklich sagen. Guck mal hier, kerzengerade, sieht aus wie frisch poliert, also es ist Hammer. Da braucht man nichts waschen, das ist wirklich ein Traum. Und auch hier drauf steht das Ganze pressed in Marciac, France bei Garcia & Co. Was auch immer das ist, vielleicht ist das auch was Neues. Ich habe keine Ahnung, vielleicht weiß es einer von euch. Ansonsten mal googeln. Und was da mit dem Presswerk los ist, auf jeden Fall scheint das echte Spitze zu sein. Ja, das nur mal eine Label-Empfehlung, finde ich für Jazz-Fans hier in Deutschland absolut toll. Das sind vor allem Sachen, die bekommt man sonst nirgends, weil der die mehr oder weniger als einziges rausbringt und so liebevoll macht. Da gibt es übrigens, glaube ich, auch in Paris einen passenden Laden dazu. Ja, also da gibt es auch einen physischen Shop. In Frankreich bin, werde ich da unbedingt mal hingehen und folgt denen auch bei Instagram, dann seht ihr immer die Sachen. Also ich bin begeistert. Ja, ich hoffe, der eine oder andere kann damit was anfangen. Ansonsten schaut noch ein paar alte Videos von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann.